Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video. Im Forum ist mal wieder ein sehr interessantes Thema am Kochen und ich dachte, da spreche ich mal wieder ein bisschen darüber. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Es geht um die Shiny-Rate und warum ist das interessant? Ich sag es euch. Ihr erinnert euch vielleicht an ein Video oder eine Reaction von mir, ich weiß es gerade nicht, vor so ein paar Monaten, wo ich im FS3 war und einfach mal jeder hatte diesen Shiny-Titel, ja, schillernder irgendwas. Dieser Shiny-Titel ist sehr, sehr stark. Er ist stärker als Mara S, weswegen die Preise der Mara S-Karten dadurch echt gelitten haben. Lohnt sich nicht mehr so sehr zu farmen, nur wahrscheinlich von Leuten, die nicht wissen, dass es diesen Shiny-Titel gibt. Naja, genau so. Und hier schreibt also jemand, also das wurde dann aber ein bisschen, es wurde dann aber auch gesenkt irgendwann, wobei ich jetzt gar nicht mehr im Überblick habe, an welchem Patch. Also die Shiny-Rate wurde gesenkt. Wie er auch schreibt, Jindex mal wieder. Seit dem Patch vor einigen Wochen ist die Shiny-Rate immens gesunken. Was bedeutet das? Man findet viel, viel weniger Shinies. Wenn ihr euch vorher den Shiny-Titel geholt habt, habt Glückwunsch, weil jetzt ist der nicht mehr so einfach so zu kriegen. So. Ja, man kann hier wieder abstimmen. Also wenn ihr euch an einer lebhaften Fiesta Online-Diskussion beteiligen wollt, stimmt ab. Und schaut auch gerne mal im Off-Topic-Bereich bei dem beliebten Entweder-Oder-Thread vorbei. Vielleicht macht er euch ja auch Spaß, ja? Naja. So, Eddie schreibt dagegen, Seifenspender schreibt, immer so geplant, da sie zu massiv. Ah, die waren schon immer so geplant, dass sie zu massiv droppen. Man kann die Rate erhöhen, aber wir waren schon so weit, dass Rollen nichts mehr wert waren und an den NPC gingen. Ach so, es geht also auch darum, was die droppen. Also man muss dazu sagen, wenn ihr denkt, dass Shinies den Rollenwert senken, dann muss ich leider sagen, Fragezeichen. Was den Wert von Rollen senkt, ist das Lucky House und das sind die Freundespunkte. Deswegen verstehe ich dieses Argument ehrlich gesagt nicht. Dass die Shinies überhaupt erst T6-Rollen gedroppt haben, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Ach so, gut, wenn T6-Rollen. Gibt's die inzwischen schon? Ist ja Wahnsinn. Gut, es könnte was anderes sein, weil T6-Rollen kriegst du nicht bei Freundespunkten und auch nicht im Lucky House, wenn sie es nicht geändert haben. Ah, das ist sehr interessant. Nepp, das ist ja witzig, Nepp schreibt. Ist ja witzig. Tatsächlich, wenn ich nicht wüsste, dass es diese Shiny Mobs gibt, würde ich denken, dass es die gar nicht gibt, da ich echt fast nie einem begegne. Ja, ja, mit der neuen Rate sind die selten geworden, das stimmt. Hier schreibt Pam Figus dagegen, dass Shinies rollen und Drecke droppen ist blöd, der Marktwert geht vor die Hunde. Hier muss ich wieder sagen, der Marktwert von Rollen und Tränken geht meiner Ansicht nach wegen Freundespunkten und wegen Lucky House runter. Oxy schreibt, die Rate der Shinies wieder erhöhen, so wie zur Einführung, jedoch weniger T6 rollen und Tränken droppen lassen. Alles andere aber so lassen wie zur Einführung. Da lohnt sich das Farmen wieder. Ja, also Farmen hat sich leider sehr negativ verwendet, wenn wir jetzt entwickelt Farmen generell. Es gibt sehr, sehr, sehr wenig Spots, wo sich Farmen noch lohnt. Höchstens Malefa HC und Helga HC, also was jetzt einfaches Farmen anbetrifft. Sonst fast alles nicht mehr rentabel. Auch 60er Orangenschmuck so inflationär inzwischen. Schade, aber ist halt so. Kasu schreibt so lassen. Resti schreibt, Spawnrate ändert, müsste ja nichts droppen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel einen neuen Char macht, keine Chance, den Titel zu bekommen. Ah, das ist natürlich dann blöd, weil es schon so ein bisschen unfair ist, sage ich mal, wenn man sich zu der Zeit, wo die so viel da waren, den Titel geholt hat und jetzt keine mehr kommen. Das ist dann ein bisschen blöd, aber gut, so steigt wenigstens der Wert der Mara-Karte wieder ein bisschen. Also ist so Plus und. Ja, hat Vor- und Nachteile. Erhöht werden soll seine also Chance auf den Loot, den man was haben möchte. Ach, Amus droppen die auch? Holy Molson! Ist ja nice. Ist ja interessant. Aha. Aber ich glaube nicht, dass sie starke Amus gedroppt haben. Ich schätze mal höchstens 20er. Wenn ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, dass die 50er Amus gedroppt haben, dann male ich einen Schleim an einen Baum. Nein, mache ich nicht. So, der Markt ist letzten Endes eh schon kaputt. Da würde ich dir sogar zustimmen. Es ist sehr schwierig geworden, Reselling oder irgendwas noch lukrativ zu machen, tatsächlich. Da muss man schon sehr kreativ sein, um heutzutage noch Gold zu verdienen. Aber schaut trotzdem mal mein Goldverdienen-Video an. Hat immer noch viele Aufrufe, was ich vor 3 Jahren gemacht habe. Beziehungsweise ich habe auch eine aktualisierte Version.
Die haben immer ziemlich viele Aufrufe, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut ein. Einfach Fiesta Gold verdienen eingeben bei YouTube und dann findet ihr das so. Wenigstens die 100% Karten drauf, sonst Shinies sollten wieder so kommen. Aha. Was haben wir hier noch? Von den jetzigen Shinies hat man sowieso nichts. Die spawnen viel zu selten und wenn, dann droppt nicht mal etwas Gescheites. Die alte Spawnrate wäre nice für die XP. Precious hat auf jeden Fall ein richtig cooles Profilbild. Das erinnert mich an so einen Film, den ich mal gesehen habe. Aber mir fällt leider der Name nicht ein. Aber ich weiß so ungefähr, worum es geht. Ist auf jeden Fall ein cooles Bild, was Precious da hat. Ja. So, ja, gut, das reicht jetzt von meiner Rate auch. Lest euch durch, ich verlinke es euch unten. Hier sind auch ein paar interessante Beiträge. Schreibt eure Meinung am besten ins Forum oder wenn ihr wollt, auch in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Vid. Ciao!